Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren heute wieder aufs Turnier. Und? Ja. Ja. Ich reite mein erstes A-Springen. Genau, erstes A-Springen für Mia. Ich habe Angst. Vorher reitet sie aber noch ein E-Springen. Also 80 cm Zeitspringen. Genau. Und das A-Springen ist tatsächlich, also es ist WBO, aber es ist 95. mit 95 cm ausgeschrieben und wir haben gesagt, sie reitet es einfach und wir gucken mal, was draus wird. Ja, ist halt auch Zeitspringen, aber ich reite nicht unbedingt auf Zeit. Nee, erstmal durchkommen. Ich reite jetzt auch keine Riesenwege, aber ich reite nicht. Erstmal durchkommen irgendwie. Ja, wir werden sehen, wie es ist. Mia putzt gerade ihre Stiefel. Also das 80 kann ich auf Zeit reiten. Aber und die anderen Sachen hast du schon im Auto, ne? Ja. Genau, also seid dabei. Ich freue mich. Und drückt die Daumen. So, Mia ist schon ready to go. Ja, neue Jogginghosen. Das Kind wächst immer mehr. Klein. Zu klein? Ja, ich kann das. Naja. Ja. Wird heute nochmal gehen und dann gucken wir nächste Woche. So, du, Topf bleibt so, ne? Ja, bei Zeitspringen mache ich kein Blut. Gut. Und aber einen offenen Topf mache ich auch nicht. Dann gehen wir raus. Anhänger muss ich nochmal eben sauber machen und sonst war es das, glaube ich. Skoda nimmt auch den ganzen Pott Leckerli oder Hundeleckerli. Nee, Hundeleckerli, da verzieht er immer die Schnute, die findet er nicht so gut. Ja. Papi. Wir sind jetzt unterwegs, also ich freue mich richtig auf mein erstes A-Springen. Ich hoffe mal, dass das Wetter so bleibt, wie es gerade ist und nicht noch regnet. Regen hatten wir letzte Woche genug, ne? Obwohl, wir hatten die Prüfung ja trocken. Ja, das stimmt. Bei mir ist gut. Da hatten wir Glück. Immer noch? Ja. Wir fahren so ungefähr 20 Minuten, ja, ein bisschen länger. Und dann sehen wir uns auf dem Turnier. So, wir sind pünktlich da. Vater, was sagst du? Ja. Hast nichts zu sagen? Nö. Okay. Ja, ist glücklich, wenn ich nicht runterfalle. Kostet keine 25 Euro dann. Ich habe noch nicht mal eine Ersatzpatrone mit. Ja, passt schon. Gut. Dann machst du halt nur ich falle nicht runter. Alles klar. Los, Cody, jetzt darfst du gleich raus. Und hier ist auch Wiese, hier darfst du essen. Stell dir vor. Das wird er bestimmt auch gleich sofort in Anspruch nehmen, Mia. Ja, ich glaube, deswegen möchte er ja auch raus. Du hast deinen Zopf vorne ganz schief gemacht. Sieht ein bisschen witzig aus. Oh. Ey, er schafft es sogar von der Rampe runter, bevor der Kopf runter geht. Eins, zwei, drei, hopp. Das klappt mittlerweile richtig gut hier. Ist eben auch scheißegal. Super, Scooty. Oh. Hallo. Ich halte ihn eben fest. Gehst du mal meine Gerstetochter? Ja, kriegst du gleich. So, los geht's, Mia. Jetzt wird's gleich ernst. Heute wird's ernst. Das erste Mal. Aber wie oft hatten wir schon immer das erste Mal, ne? Ja. Schon richtig oft. Und eigentlich war es immer okay, dass wir zufrieden waren. Wird heute auch klappen. Ja. Gut, die Deutschlandfahne hängt da vorne. Du reitest heute für Deutschland, Mia, ne? Ja. Ja, ist ja auch ein bisschen gruselig. Ja, hier so durch, aber das macht er ja ganz brav. Deswegen sage ich ja, ausreiten kann man mit dem auch. Das ist ja alles in Ordnung. Ja. Nö, eigentlich glaube ich, stört ihn die nicht. Jetzt sieht er schon da. Oh, ich krieg gerade Versand ins Gesicht. Das ist super windig. Jo, es ist immer noch total windig. Ich hoffe, man versteht überhaupt, was ich sage. Mia versucht jetzt mal das Kreuz. Das ist hier alles ein bisschen. Also, diesen Stangensalat, da fand er doof. Jetzt habe ich einen kleinen Steilsprung gebaut. Das dürfte besser gehen. Hui! Lob ihn mal! So, gleich nochmal! Also, was ist denn los mit ihm? Was auch immer er hat. Bleib schön sitzen! So, gleich nochmal. Lob ihn. So.
Kannst ihn auch außen loben, ne? Gar nicht so doll, Mia. Einmal reicht. Und dann nimm mal die Gerte rechts. So. Sei drauf gefasst. Zeig ihm den nochmal erst. So, lob ihn. Aha. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Das ist wahrscheinlich, die Ständer sehen komisch aus oder was. Kennst ihn doch. So, sitzen. So, super, loben. Gleich einmal noch. Und dann reitest du rechts rum und den Steil nochmal. So, dass er mal zieht. Jawohl, weiter. Das warst du. So, ich habe den Stall jetzt mal einen Ticken höher gemacht. Hier, das ist ja schwierig mit hochmachen, weil das fest ist. So, gut gemacht. Nochmal. Da war, hast du nicht dran gesessen, ne? Hast dich verlassen, dass er das macht. Gut. Lob ihn. Behalt dein Tempo bei. Jawohl. So, erstes Springen, Parcours abgehen. Mal gucken, was das gibt hier. Vom Wind ist schon ein Hindernis umgefallen, ein Ochser. Mal sehen, ist auch ziemlich windig gerade. Wo will sie denn hin? Super, Mia, der Boden gibt mir ja nicht her, ne? Das ist ja echt schlimm. Gut, prima, gut geritten. Oh, ist nicht schlimm. Weiß ich nicht, muss ich gucken. So, Mia, herzlichen Glückwunsch. Du bist Zweite, richtig schön, ganz knapp. Aber... ja, das, der, wenn der Boden so rutschig ist, den hätten sie ein bisschen nass machen müssen, dann wäre der nicht so rutschig. Noch ein bisschen schneller gewesen, hätte ich sogar. Ja, hättest du gewonnen. Aber das ist alles gut. Er hat eine gute Runde gemacht, du auch. Das war super. Und gleich, aber das gleiche Tempo reiten, dass er den Schwung hat, ne? Ja, ich muss mir bei Ehrenrunden darf ich nicht zu schnell reiten, sonst lebe ich ja. Da noch. Und dann müssen wir gleich noch irgendwie gucken, dass wir mal 2, 3 Sprünge machen können, wenn du schon wieder Vierte bist, ne? Okay? Auf Rand 2. 66, aus Tina Skoda, Mia Lürsen, dann Georg Kreuzkogrades. Dorf. In 55,32. Dritter Rang für die 51, Lücke, die Primeur, Lena Susanne Eckfeld.
Das ist das Schleifenpony, Schleifenhalterpony, wie immer. Jetzt bist du auch mal prämiert, hast du gesagt. Ja. Super, alles klar. Machen wir noch einmal einen Hut, Oster, Johann, und dann. Gut. Kommst noch mal ganz selbstbewusst. Sitzen. Super. Okay. Ja, ihr schafft das. Schön konzentriert reiten, Mia. Nicht die Zeit im Auge haben, einfach nur deinen Grundrhythmus haben. Nur fehlerfrei durchkommen. Durchkommen erstmal. Wenn du einen Fehler in der Kombi hast oder so, ist das egal. Was ist das? Das hat Mia gewonnen. Ja, was das hast du gewonnen, hat was Mia gewonnen. Minen- und Schweifspray ist das. Oh, cool. Da haben wir aber ganz viel. Zeig mal, Ralf. Seit 1700 hast du nicht gesehen. Ja, K. Day and Martin. Genau. Das Sattelzeug davon ist cool. So, nochmal Parcours abgehen. Da hinten wird es schön dunkel. Wir hoffen, dass wir vorm Regen durchkommen. Obwohl der Platz ein bisschen Wasser vertragen könnte, glaube ich. Nee, wäre besser. Hier musst du schön, glaube ich, durch die Ecke zur Kombi, ne? Es regnet. Vielen Dank. Ich bin morgen Startbereich. Achso, das hast du alles. Ich dachte, ich langsam. Oh, jetzt kommt die Kombi, Leute. Ich krieg die Krise. Ah, das wusste ich auch. Ist nicht schlimm. Super. Ach, sie ist links rum, ja, das ist egal. Ist nicht schlimm, war gut. Wieso hast du 17 Strafpunkte? 5 für Fehler. Aber sonst hat er doch keinen Fehler gehabt irgendwo. Aber das sind doch keine 17, dann hat sie 5 Fehlerpunkte, aber doch nicht 17. Nein, ich habe doch einmal Verwerkung gehabt. Ja, ach so, 4 und 5 sind 9 und nicht 17. Ja, warte, müssen wir mal einmal. Das checke ich jetzt nicht. Ist völlig egal, war gut. War richtig super, Mia, hast du gut gemacht. Arschbringen kann kommen. Super. Hast dich wieder umsonst verrückt gemacht. Komm, ja, aber das war gut. Du hättest die Gerte gar nicht immer gebraucht, aber das war gut. Wir gehen jetzt zurück zum Anhänger. Nee, wir sind nicht nass geworden so richtig. Das ist auch schön. Mia, das Wetter hat auch gehalten. Das war toll. Supi. Okay, dann du steigst ab. Papa macht das Auto gleich mal auf. Du bist da durchgekommen ohne Abwurf. Weißt du, was du für ein echt schönes, gutes Pferd hast? Ja, das Einzige, wäre hat er super gemacht. Verstehe ich aber auch nicht, warum er es im Wettbewerb machen muss. Ja, also in der Kombi, die Planke hat ihn, glaube ich, irritiert. Und dann am Ende die Zeit. Die Zeitfehler ist auch klar, das ist ganz normal aber bei einer Verweigerung. Das ist scheiße, dass man da lang reiten musste. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das so gemacht haben. Sonst, wenn so Sprünge sind, reitet man ja immer nach da irgendwie, also in die Ecke. Ja, keine Ahnung. Aber. Ja, Mia, was sagst du? Nicht runtergefallen bin. Aber wir können zufrieden sein. Also ja. Ohne Abwurf durchs erste A mit 95 können wir mega happy mit sein. Hast du richtig gut gemacht.
Und das mit der Zeitmessung und da, dass das dann nochmal eine... Ich hatte das ja nochmal nachgefragt. Du, ja, ja, wir sind... dass du nicht links rumgeritten bist, sondern rechts rum, wurde nochmal wie eine Verweigerung gezählt oder wird wie eine Verweigerung gezählt. Und deswegen hast du 17 Fehlerpunkte. Ich meine, letztendlich, ob du 9 oder 17 oder 12 hast, ist auch scheißegal. Ne? Du bist da durchgekommen, war mega. Und zweiter Platz im anderen Springen, ganz knapp zweite. Also war wieder ein toller Tag, ne? Dann fahren wir mal jetzt nach Hause. Ja. So, hier zu Hause ist genauso windig wie unterwegs. Richtig ätzend. Aber Mia, ich freue mich, dass das Wetter gehalten hat und wir nicht total nass geworden sind. Nur ein paar Tropfen. Richtig gut. Dann hol mal dein super Pferdchen. Kannst echt stolz drauf sein, was ihr schon geschafft habt. Böse eigentlich, dass er da vorbei. Nein, das, du sagtest ja, es ist gar keine Planke, sondern ein Untersteller gewesen, ne? Ja, das ist, und der sieht ja auch gruselig aus. Ja. Das hat er, ist ja noch nie gesprungen. Ja, eben. Alles gut, und beim zweiten Mal ist er rüber. Lerneffekt gleich ist ja, richtig da gewesen. Sachen, die er bei Anker schon gesprungen ist, hat er vorher auch schon mal gesehen. Genau. Jetzt ist hier erstmal Fütterzeit. Hunde haben gegessen. Skodi ist auch gerade, den haben wir übrigens schon zum Verbrecher gemacht, na, Süßer? Nom nom. Nom nom. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, abonniert uns und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Und wir würden uns total über einen netten Kommentar von euch freuen. Tschüss! Yay, und wir freuen uns jetzt alle, dass Mia und Skodi das heute so gut gemacht haben. Skoda sagt auch tschüss. Genau, Skodi, winkt mal. Er winkt nicht. Doch? Tschüss, Skodi!